Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So. Jo, was machen wir? Was machen wir? Wir haben nicht viel Optionen. Das mit dem großen Tor haut irgendwie nicht hin. Ich glaube, wir dürfen erst dann durch, wenn wir hier der Kuss der Toten geschafft haben. Dafür müssen wir mit Admiral Alvarez sprechen. Auch das mit dem Piratenschiff haut überhaupt nicht hin momentan. Und wir hätten eh ein paar Quests dort zu erledigen. Ich werde jetzt, ich muss das nochmal kurz speichern. Warte kurz, so. Das hatte ich vorher vergessen. Gleich nochmal den neuen. So, dass ich da nichts überspeichere unabsichtlich. Aha. Ja, kann man dann schon wieder den hier nehmen, ne? Passt. So. Was wollte ich jetzt sagen? Wir werden uns zu den Piraten boarden, glaube ich. Weil hier komme ich beim besten Willen nicht weiter. Also ich komme jetzt nicht drauf, was fehlt. Ich muss jetzt mal schauen, wenn wir die Insel verlassen, welche Quests jetzt wieder kaputt sind. Dann muss ich mir noch was überlegen, wie wir das anstellen können, um diese Quests zu retten. Oder ich habe sowieso wieder irgendeinen Fehler gemacht, dass es gar nicht geht. Das wäre bei mir gar nicht so unwegig. So unmissverständlich, so unvorhersehbar. Ah ja, da hinten wäre noch ein Rhinos, ne? So ein Rhino-Viech, das möchte ich auch noch besiegen. Schauen, ob wir jetzt von dem auch ein Horn kriegen, ne? Da oben, da rennt er. Da springt er. Voller Freude. Ui, und Schweinchen haben wir auch hier. Das passt hier perfekt, haben wir auch ein bisschen Fleisch. So. Ich hoffe, Bones... ich hoffe, Bones gibt Gas. Oh, was ist denn da los, ey? So. Ich werde mal auf die Schaluppe zurückgehen. Mal schauen, ob wir hier weiterkommen. Passt. Schweinchen Nummer 3 ist auch gleich erledigt. Sehr gut. Halt. Dann loot man noch schnell. Okay, die haben keine Hauer. Das, ja. Das ist interessant. So, und jetzt wollen wir das Riesenviech da drüben, ne? Ein Rammer. Ui. Au. Daneben. Au. Zeig's ihm! Aus deiner Hand mach ich mir Au. Bones, du darfst auch mal. Au. Ui. Da muss ich jetzt mal was Hartes trinken. Den Fusel wegsaugen. Geht schon, Bones. Mach schon! So, kleiner. Langsam. Ja. Ui, entschuldige. So. Horn, Zunge, rohes Fleisch. Perfekt. Sehr gut. Da haben wir schön was bekommen. Da oben sehe ich eine Markebeere, die nehme ich auch gleich mit. So, aha. Hat da gerade ein Feuervogel. Na, Spinnchen. Eine Dschungelspinne und eine große auch noch. Wie schön. Das ist ja wunderbar. Los doch! Au. So, auf. Jetzt muss ich meine ganzen Reserven wegsaugen, das geht aber nicht. Ja, immer fest drauf. Aha, da gibt es scheinbar mehr Spinnen. So, einen Rock dazu saugen. Das ist echt jetzt, das taugt mir jetzt nichts, dass ich da meine Reserven wegsaugen musste, weil ich eigentlich Eisen sparen. Au. Au. Bones? Zeig's ihm! Jawohl. Hat's getroffen? Ich weiß es nicht. Mach schon! Au! Au! Du, Bones, ich stirb da gleich. Kannst du mal was machen? Hier? Du darfst auch kämpfen. Alter Schwede. Ah, jetzt sind wir im Vorteil. Unten nach oben angreifen ist besser irgendwie. Au. Oder auch nicht.
Mann, jetzt müsst ihr alles wegsaufen wegen einem so einem Eckviech. Alter, bei uns. Alter, bei uns. So, jetzt ist er ruhig. Saufig. Spinnenbein. Das hat mir jetzt zu viel gekostet, eigentlich. Das erfreut mich überhaupt nicht. Klingenblatt. Auf Alchemie freue ich mich auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wir dann diese ganzen Klingenblätter und so weiter endlich mal verarbeiten können. Ach, ein Pilz, Gott sei Dank. Ja, das war jetzt übel. Das war jetzt auch nicht das, was ich wollte. Langsam. Alter. Achso, da sind wir hier, ich weiß schon. Wow. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So. Gut, das hätten wir auch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserer Schaluppe. Ups, aua. Zu unserer Schaluppe zurück. Und schauen wir mal, ob wir ja, weg können von hier. Oder müssen. Und hoffe, dass die Quests, die wir haben, nicht zerstört werden. Sonst weiß ich nicht weiter, ehrlich gesagt. Also, hallo Horas, wie geht's? Was denkst du über diesen Ort? Was denkst du über diesen Ort? Dieses Dschungelvolk finde ich amüsant. Die glauben wirklich an den Unsinn, den sie da predigen, oder? Gut, sie können ein paar tolle Zaubertricks, aber reichen die wirklich, um die Geschicke der Welt beeinflussen zu können? Keine Ahnung. Vielleicht. Bones? Hm, passt auch. Mut bleibt jetzt hier, oder was, ne? Der geht nicht mit. Steuer in See stechen. Ich probiere es jetzt mal. Und zwar nach Antigua. Da. Heimat aller Piraten der südlichen See. Ja, mal schauen, welche Quests jetzt zerstört werden. Also, es lädt. Ich denke, Mut werden wir dann wieder finden beim großen Tor, hoffe ich. Okay, es schaut aus, als wenn nichts hin ist, ne? Keine Quest zerstört? Habe ich so viel Glück? Nervensäge, Piratenschiff, Kuss der Toten. Alles da, passt. So, das war einmal durchschnaufen. Sehr gut. Bones, komm mit. Komm mit. Klar. Wobei ich schon gerne mal unseren Magierfreund hier austesten möchte. Aber egal. Bones muss ja auf unsere Seele aufpassen. So, ich möchte bitte an Bord gehen. Zum Weststrand. Boah, bin ich gerade erleichtert, dass nichts kaputt gegangen ist. Puh. So. Da vorne steht schon jemand bereit für uns. So schnell kann es gehen. Vorher möchte ich noch gerne die Muscheln hier aufsammeln. Das sind ein paar. What the fuck? Alter. Ja, ja, ist schon recht. So. Wobei so ein Nagelein an unserer Seite wäre sicher auch mal was Tolles. Eine Blutwurzel. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So. Und der Wellengang ist etwas stürmisch. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. Halt, Muschel. Und eine Markebeere. Für den Proviant. Und, ui, eine Schafauge. Das habe ich komplett übersehen. Gut, dass ich noch einmal im Kreis laufe. Da vorne ist noch eine Muschel. Kriegen wir wieder ein paar Perlen zusammen. Wir brauchen eh Geld. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Da haben wir noch ein Feuerblumi. Wer bist denn du? Hey du, sei vorsichtig. Ein Magier. Die Insel hier ist gefährlich. Ach so. Natürlich, es ist ja auch das Hauptquartier der Piraten. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Na, das obere. Natürlich.
Es ist ja auch das Hauptquartier der Piraten. Wohnsitz des berühmt-berüchtigten Piratenadmiral Alvarez. Genau. Sicher. Aber ich rede hier von wirklich gefährlichen Dingen. Ach so? Ja? Wovon genau? Hast du es etwa noch nicht gesehen? Die Brut des Bösen ergießt sich über das Land. Höllenhunde haben die ganze Hafenstadt überrannt. Woher weißt du, dass der Hafen angegriffen wird? Du bist kein Pirat. Was machst du hier auf Antigua? Na, woher weißt du das? Woher weißt du, dass die Hafenstadt angegriffen wird? Ich bin schon einige Tage hier und habe die Stadt beobachtet. Glaub mir, es ist schlimm. Viele sind getötet worden. Viele sind geflohen. Der Weg von hier in die Stadt wird von einigen dieser furchteinflößenden Höllenhunde bewacht. Oh je. Ich war noch nicht mutig genug, den Kampf gegen sie aufzunehmen. Ja. Fernkämpfer schön und gut, ne? Aber das ist halt... Als Fernkämpfer ist es immer kamot, wenn du einen Tank dabei hast, ne? Also sprich einen Nahkämpfer, der was aushält. Dann kannst du mit deiner Feuermagie, Eismagie, Schatten, egal was, Vollgas draufheizen, ne? Dann kannst du dich austoben, dann hast du auch Zeit, deine Sprüche zu wirken, haut hin, ne? Aber so... Jo, da müssen die Magieangriffe schon richtig reinhauen, ne? Dass das Viech hin ist, bevor es bei dir ist. Schon klar, du bist kein Pirat. Was machst du hier auf Antigua? Begleite mich, ich bringe dich in die Hafenstadt. Zuerst das obere. Du bist kein Pirat. Was machst du hier auf Antigua? Ich bin ein Wächter. Hüter der Magie und Beschützer der hohen Magier von Taranis. Ja. Ich wurde hierher entsandt mit dem Auftrag, möglichst viele magische Kristalle für unsere Sache zu finden. Aha. Interessant. Hast du vielleicht... Also, ich würde ja nur zu gerne noch über mich und meine Aufgaben plaudern, aber... Ja? Ich habe noch so viel zu erledigen und weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Begleite mich. Ich bring dich in die Hafenstadt. Begleite mich. Ich bringe dich in die Hafenstadt. Aber die Höllenhunde auf dem Weg zur Stadt. Damit werden wir schon fertig. Ja. Sicher? Ja. Und jetzt komm. Na schön. Aber auf deine Verantwortung. Mach dich nicht ins Kettenhemd. Alles wird gut. Roher Fisch. Noch mehr roher Fisch. Hoppa, das war etwas zu früh. Ich wollte noch den einen Fisch hier haben. So, dann können wir alles auf einmal braten. Sehr gut. Immer her mit dem Proviant. Ich finde es ein bisschen schade, unter Anführungszeichen schade, aber vielleicht kommt das ja noch. Es wäre cool, wenn man sich hier mit einem Fischer anfreunden könnte, ne? Der uns vielleicht später auch noch auf dem Schiff begleitet, wo man dann sagen kann, okay, pro Tag kriegst du 3 Fische oder so, ne? Und vielleicht kriegen wir auch noch einen Smoothie, also ein Smoothie. So, kein Smoothie, einen Smoothie. So sagt man zum Koch auf dem Schiff, oder? Ungefähr so, was ich noch von One Piece weiß und hier von Reason 2. Ja. Das wäre nicht schlecht. Dann hätte man immer so wie damals bei Gothic, ne? Diesen, wie hieß der schnell? Der Koch im alten Lager. Habe ich vergessen. Auf jeden Fall konnte man dort immer täglich, ich glaube, 3 Portionen Fleischschwanzen-Ragout mitnehmen, ne? Ich meine, es muss jetzt kein Fleischschwanzen-Ragout sein hier, ne? Aber so ein Fischeintopf wäre sicher nicht schlecht. Oder Meeresfrüchte-Eintopf. Das muss ja fast die Leibspeise eines Piraten sein. Ich werde mal speichern, weil da vorne ist schon so ein Höllenhundviech. So, Bones, mach dich bereit. Na, wo ist denn das Hundi? In 2 Hundis. Aber das ist normal kein Problem. Wir haben jetzt eh eine bessere Waffe. Aua. Nö, der hilft uns auch mit. Wir sind zu dritt. Also das ist schon praktisch. Der ist hinüber, ja. Das ist aber mega praktisch. Schade, von denen kann ich nichts looten. Das ist ja mega praktisch. Muss ich schon sagen. Sind wir da zu dritt? Das ist richtig gut. Ui, ich sehe schon was. Seht ihr auch schon was? Was haben wir denn da? Einen Teleporter. Da stellen wir gleich den Stein rein. Steck den Stein rein. Super. Das gefällt mir. Sehr, sehr gut. Ist es das hier? Ja, das hier ist die Hafenstadt von Antigua.
Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Naja, es hilft ja nichts. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Hier, nimm dies als Dank. Ich versuche dann mal meine Ware hier an den Mann zu bringen. Wenn du noch etwas brauchst, findest du mich auf dem Marktplatz. Die wunderschöne Stadt Antigua, wo Jungfrauen verkauft und Piratenlebern der letzte Schluck gegönnt wird. Ich dachte, die Insel heißt Antigua. Oh, die Stadt ich muss mich beeilen. Das ist Antigua auf Antigua. Okay. Wir haben... Ich hätte gerade Glück. Ui. Schneller. Ja, der eine ist tot. Jetzt muss ich mich beeilen, dass der Ramon schneller ist, sonst stehen die Punkte an ihn. Obwohl es nicht braucht, weil der Held sind ja wir. Was? Geschafft? Scheiße. Oh, nein! Halt! Jawohl, das war gut. Das war sehr gut. Ramon? Bewusstlos. Hallo? Wow, ich konnte ihn ausrauben. Hoppala! Ich dachte schon, der wäre gestorben, ey. Das ist nur bewusstlos. Ich habe nichts gemacht. Ihr habt nichts gesehen. Ich habe keinen bewusstlosen Menschen ausgeraubt. Nein, das war eine optische Täuschung. Ja? Wer liegt denn hier? Oh! Donovan ist tot. Mit dem hatten wir im Zweierteil ein Duell, ne? Pistolen? Messerwurf? Irgend sowas, ne? Boah, da habe ich mich ja so gequält. Jetzt ist er tot. Oh Mann, ey. Der arme Teufel. Was, da schaut's aus. Komplett so heruntergekommen. Naja, jetzt können wir wenigstens die Häuser ausrauben, ne? Ohne dass uns da irgendjemand... Zähe Kiste. Die war nicht so tonterlich Zähne. Boah, Goldgabel, Krug, Löffel, Messer, Topf, Töpfchen. Ein Kochtopf. Ne, was du nicht sagst. Krug. Noch mehr Krüge. Ein Bettchen. Noch eine Truhe. Boah, da schaut's aus. Alles ruiniert. Wurfmesser. Ah ja, Wurf. War das Wurfmesser? Duell? Irgendwie sowas war das. Fleisch, Grog, Schaufel, Besen. Perfekt, nehmen wir alles mit. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgend so ein Duell halt noch, ne? Boah. Die Stadt, ne? So, das war's hier drin, ne? Der arme Teufel. Aha, der steht mal da. Da bringst du aber keine Ware an. Ich schaue mich mal hier kurz um. Da knurrt irgendwas. Da ist keine Menschenseele mehr. Sind die alle gefressen worden von diesen Schatten? Piratenbüchse. No? Taugt die was? Taugt die was? Hier. Ausrüstung. Jetzt habe ich's. Wurfmesser. Hä? Büchse? Da war doch... Ach so! Ach nö, hör auf! Ich bin jetzt verwirrt. Schwerter Minus. Das ist eine Schusswaffe. Eine Schrotflinte kannst du auch... Aha. Aha. 4 bis 45. Das kommt auf die Reichweite drauf an, ne? Umso näher man dran ist bei einer Schrot, umso mehr Damage macht sie, ne? Ah, das ist aber nicht schlecht. Die ist auch was wert. Auf jeden Fall, sie macht Schaden, also wert ist sie 170, Schaden zwischen 4 und 45, kritische Trefferchance 5%, Reichweite 20, Munition, Schrot, Fähigkeit, Schrotflinte beeinflusst, Schaden, Schwerter natürlich 0, weil es ist ja eine Schusswaffe und kein Schwert. Eine sehr einfache, aber sehr brauchbare Waffe. Wenn sie brauchbar ist, würde ich sagen, behalten wir sie noch, ne? Aber ich bin trotzdem der Wahl mal für die Klinge. Ist mit Wally lieber. Die Bilder sind auch so schön, ne? Schau mal. Die sind echt schön. Halt. Hier war noch ein Krug. Der andere... Ah, wohl doch. Sind zwei Krüge und eine Pfeife auch noch. Ja, super. Das Bettchen, sollten wir einmal pennen? Ich würde sagen, ja, ne? Also bis zum... Aha. Sind wir schon wieder in der Geisterwelt. Bones ist hier? Warte. Na, also das war jetzt nur eine Einbildung. Oh Mann, wer ist denn das? Ursegor.
Ach nee, was machst denn du hier? Ein Menschengeist. Hallo. Und er spricht mich völlig furchtlos an. Muss ich denn Angst vor dir haben? Du weißt nicht, wer hier vor dir steht, oder? Ich bin Ursigor, Titanenlord und Herr über Land und die Elemente. Ja. Wer bist du? Ein ehemaliger Piraten-Captain im Kampf um sein Leben. Ich kämpfe für die letzten freien Menschen der Südsee. Unsinn, du bist nur ein Scharlatan, ein ganz gewöhnlicher Geist. Nein, 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 den Ursigor kennen wir noch sehr gut. Ich bilde mir ein, er war bei Risen 1 damals gebunden an diesen unterirdischen Echsen-Menschen-Städtchen. Ja, mit Oculus und so weiter, Geschichten, ja, ne, lassen wir das. Ein ehemaliger Piratenkapitän im Kampf um sein Leben, genau. Ein ehemaliger Piratenkapitän im Kampf um sein Leben. Dann bist du der Grenzgänger, der die Schatten herausfordert. Ich hab schon von dir gehört. Es heißt, du hättest großes Potenzial für einen Menschen. Wenn du der Titanenlord Ursigor bist, dann bist du für die Zerstörung unserer Welt mitverantwortlich. Es ist Krieg. Da ist vieles unvermeidbar. Ach ja? Dank eures Titanenkrieges sind Tausende getötet und das Land im Norden verwüstet worden. Manche Opfer müssen für ein höheres Ziel erbracht werden. Höheres Ziel? Was für ein Wahnsinn soll das sein? Wie ich sehe, ist dir nicht viel geblieben. Außer deinem Mut. Ich würde dir besser raten, mich nicht zu unterschätzen. Hilf mir, ich will mein Leben zurück. Ich denke ja. Hilf mir, ich will mein Leben zurück. Du brauchst meine Hilfe nicht, Grenzgänger. Du kannst dich hier im Schattenreich und auch in der Welt der Lebenden bewegen. Damit hast du große Macht. Du musst nur noch lernen, sie zu nutzen. Ich werde dich beobachten. Wenn es stimmt, was man über dich sagt, dann werden wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, nimm deinen Kopf aus der Schusslinie. Warte mal. Cool. Boah, ist das cool. Seele plus 1, Seele minus 1, das heißt, ein Nullsummenspiel. Perfekt. Hi Bones. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Ach ja, da haben wir vergessen reden. Stimmt. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Ich kann nicht. Ein Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle. Gemütlich. Vielleicht lasse ich mich später einmal hier häuslich nieder. Ist das dein Ernst? Das würde zu dir passen. Würdest du nicht selbst einmal einer von ihnen... Was? Warst du nicht selbst einer von ihnen? Na. No. Das würde zu dir passen. Ja, warum nicht? Würde zu dir passen. Ha! Das sagst du doch nur, um mich zu verhöhnen. Nein, danke. Ich verzichte. War falsch. Piraten sind verblendet vom Glanz des Goldes. Doch sie werden noch erkennen, dass der Besitz des Goldes keinen Wert im Schattenreich hat. Jagd nach Schätzen ist nur ein Zeitvertreib ohne Ziel, bis das unvermeidliche Ende naht. Du kannst einem aber auch wirklich alles vermiesen. Gern geschehen. Ja, danke. Na dann, ich hätte das erste nehmen sollen. Ja, egal. Vielleicht wäre es Seele Plus gewesen, wollte ich sagen, aber ich finde, das ist so gemein. Ich will nicht gemein sein. Nur wenn es sein muss. So, oh, es regnet. Wer hätte das gedacht? So, hier haben wir... ein Tröpfchen Wein für den Proviant. Der Regen mag auch nicht so recht heute, ha? Einmal wusch, wusch, wusch. Vielleicht wieder rappen. Aber ich höre doch hier irgendwo ein Höllenhundi, oder? Schau! Die gibt's ja noch. Okay, das machen wir später. Das Herzstück Antiguas. Meinst du die Insel oder die Stadt? Beides. Die machen wir ein wenig später. Jetzt will ich mit... Oh Gott, was tust du da? Oh, Entschuldigung. Hi, wer bist du denn? Habe ich nicht gesehen.
Hansel. Hey, du. Ah, erschreck mich nicht so. Was bist du denn für einer? Ich bin der Pansel. Ich merk's. Was machst du hier? Hast Angst vor den Schergen? Na, was machst du hier? Was machst du hier? Eigentlich müsste ich an der Schmiede stehen. Du bist Schmied? Nicht direkt, ich bin nur der Lehrling. Mein Meister ist allerdings auf Reisen und besonders gut bin ich noch nicht. Ach, das wird schon. Übung macht den Meister, vergiss das nicht. Jeder kann, ist in irgendwas gut, sowieso, aber man kann auch Sachen lernen, die einem nicht so liegen. Es ist immer nur Übung. Und das Wissen, wie man es richtig macht, das ist auch wichtig. Weil sonst hilft dir die ganze Übung nichts, wenn du es von vornherein verkehrt machst. Warum stehst du nicht unten an der Schmiede? Warum stehst du nicht unten an der Schmiede? Ich bin doch nicht verrückt. Da unten sind so unausstehliche Kreaturen. Deine Familie? Nee, ich rede von diesen Schattenwesen. Sie haben Donovan, den Büchsenmacher, getötet. Na, bevor die nicht weg sind, bewege ich mich keinen Meter. Haben aber schon gemacht. Schmiedearbeit ist schwer, was? Boah, zurück an die Schmiede, deine Kreaturen sind tot. Na, das oben zuerst. Schmiedearbeit ist schwer, was? Und wie? Ich vertrete Onkel Wilson. Der ist ein echter Meisterschmied. Genau. Und ich sag dir, wenn er aus Kalador wiederkommt, wird sich bestimmt kein Monster mehr hertrauen. Wenn er aber nicht da ist, übe ich das Schmieden. Bin aber noch nicht weit gekommen. Warum wundert mich das jetzt nicht? Ja, weil er geschlafen hat die ganze Zeit. Ich habe jetzt einen William mit einem Donovan verwechselt, Entschuldigung. Natürlich, einen Donovan haben wir schon gefunden, ne? Der liegt da unten. Wir haben auch schon brav sein Haus ausgeräumt, was noch zu retten war. Und wir haben ihn wahrscheinlich gerecht. Also die Viecher sind tot. Zurück an die Schmiede. Deine Kreaturen sind tot. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Schon gut. Hier, mein bestes Schmiedestück. Du hast es dir verdient. Wenn das Ding was taugt, fress ich einen Besen. Pansels Meisterschwert. Ich bin wieder hier. Deine Belohnung sollte wohl ein Scherz sein. Boah, jetzt wo deine Kreaturen weg sind, verkaufst du da auch Ware? Kannst du mir das Schmieden beibringen? Ja, das Mittlere. Jetzt, wo deine Kreaturen weg sind, verkaufst du da auch Ware? Da musst du zu Grace gehen. Ich hab's nicht so mit dem Rechnen. Sag mal, was kannst du eigentlich? Du bist ganz schön gemein. Jo, muss man echt sagen. Soll ich noch gemeiner sein? Eine Belohnung sollte wohl ein Scherz sein. Wieso? Das Ding ist genauso nutzlos, wie du es bist. Das sag ich, Grace. Sag mir lieber, was ich hören will, sonst. Schon gut, dann nimm dieses Gold. Ach, das nervt. Milch holen, aber dann verzichte ich eben. Danke, okay, kein Seele minus. Ich hatte schon Angst. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir das Schmieden beibringen? Ich kann dir zeigen, wie man Klingen schmiedet, die erst nach 3 Schlägen abbrechen, wenn du möchtest. Oder Nägel. Möchtest du wissen, wie man einen Nagel schmiedet? Nee, lass mal. Oh weh, das... Ja, geh wieder schlafen. Ist vernünftiger. Oh mein Gott. Nanu, wer liegt denn hier? Ist da wer? Stehen, du Unhold. Was? Da, Mädchen, ich tu dir nichts. Ach, ich dachte schon, du seist einer von diesen fürchterlichen Schergen. Aber... Du bist ja nur ein Herumtreiber. Danke. Ja, ich leite tatsächlich diese Schmiede. Und nein, ich leiste sonst keine Dienste. Auch nicht in schweren Zeiten. Entspann dich, du bist völlig überdreht. Boah, wovon sprichst du da? Wovon sprichst du da? Alle denkt doch alle dasselbe. Was? Keiner traut mir zu, dass ich die Schmiede alleine betreiben kann. Und? Stimmt das? Seitdem Wilson diese Halunke mich hier zurückgelassen hat, läuft hier gar nichts mehr. Unsere Hafenstadt wird überrannt. Niemand kommt uns zu Hilfe. Und dann soll ich mich auch noch um diesen Lehrling Pansel kümmern. Das ist einfach zu viel für mich. Pansel, der Hansel. Ich glaube, der Regen löst hier einen kleinen Tonbug aus, kommt mir vor. Also, wenn sie so zwischendurch so hakt, das hat nichts mit meinem PC zu tun. Das ist, glaube ich, da tatsächlich irgendwie... Tut mir leid, aber... Also, wieso ist Wilson weggegangen? Wieso ist Wilson weggegangen? Das wüsste ich auch zu gern. Wie kann er nur irgendetwas mir vorziehen? Haut einfach ab nach Kalador. Zu diesen verfluchten Dämonenjägern.
Was, Grace, war sie nicht die Dame, in die Wilson immer verliebt war? Und haben wir die beiden nicht zusammengebracht im Zweier? Ich glaube schon, oder? Also Reason 2. War da nicht so irgendwas? Mir kommt schon vor. Ah, das ist ein Typi. Was will er denn ausgerechnet bei den Dämonenjägern? Wilson ist dein Mann? Dämonenjäger. Was will er denn ausgerechnet bei den Dämonenjägern? Ach, was weiß ich. Kanonen gießen oder irgendeinen Männerkram. Wer hat da so ein Flittchen sitzen? Boah. Hör mal, du bist doch ein Seefahrer, oder? Kannst du meinem Kerl eine Nachricht überbringen? Heutzutage ist es schwer, für so persönliche Nachrichten einen geeigneten Boten zu finden. Ich wüsste zu gern, wie es meinem Wilson geht. Meinem Wilson ist es lieb. Oh, wegen Wilson. Wegen Wilson. Was bekomme ich, wenn ich deine Nachricht überbringe? Was bekomme ich, wenn ich deine Nachricht überbringe? Wie wäre es mit einem Kuss? Was? Das, lassen wir lieber. Ha, du weißt nicht, was dir entgeht. Daneben 200 Goldstücke. Ja, das ist mir lieber. Moment, sie hat gesagt, sie ist nicht... Sie bietet keine Dienste an, ne? Und dann will sie mit einem Kuss zahlen? Also mit... Also... Ja, lass mal das. Einsame Hausfrau, ne? Oder wie? Wo genau auf Kalador könnte Wilson sich aufhalten? Wo genau auf Kalador könnte Wilson sich aufhalten? Ich denke, du siehst dich dort am besten mal nach einer Schmiede um. Dort könnte er sein. Nie drauf gekommen. Gib mir die Nachricht, ich bringe sie Wilson. Gib mir die Nachricht, ich bringe sie zu Wilson. Aber dass du sie mir ja nicht knickst. Nein, und essen werde ich sie auch nicht. Jetzt gib schon. Hier hast du sie. Gute Reise. Kannst du was verkaufen? Kannst du mir was verkaufen? Gerne. Allerdings erst, wenn Pansel wieder an der Schmiede steht. Oh, weh. Und das kann er nicht, solange wir von diesen Drecksviechern belagert werden. Ist schon erledigt. Er arbeitet wieder. Pansel arbeitet wieder. Das freut mich zu hören. Wenn du willst, kannst du nun einen Blick auf die Waren werfen. Aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!